Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Datateam TV Video mit eurem Frank Schröder. Wie im letzten Video erwähnt, gehen wir heute auf Your Spotify über. Und was ist Your Spotify? Das ist eigentlich eine Art Statistiksammler von Spotify. Ich zeige es aber so am Ende des Videos einmal, wie das aussieht. Die Installation an sich besteht in drei Teilen. Ihr habt zum ersten Teil die Datenbank, die auf Mongo basiert ist, aber einer bestimmten Version von Mongo, denn Synology verträgt die neue Version nicht, da der Prozessor hat nicht diese Unterstützung, die da benötigt wird. Dann haben wir den Server, den Your Spotify Server an sich. Und dann haben wir den Spotify Client, den Web Client. Und wie erwähnt, ist der Web Client nicht SSL geschützt und auch nicht mit Passwort. Außer jetzt das Passwort von Spotify. Ich habe das jetzt mit dem Passwort noch nicht integriert, um es jetzt einmal so zu zeigen. Aber das mache ich ja, wie gesagt, mit dem Reverse Proxy. Da ist schon darauf aktiv. Somit ist das Ganze schon SSL geschützt. Wo fangen wir an? Wie gesagt, die Installation geht wie immer über den Aufgabenplaner. Ich mache den mal hier auf meinem zweiten Server, weil ich habe ihn hier schon auf diesem Server hier laufen. Da habt ihr gesehen hier den Install Mongo, dann habt ihr den Spotify Server und Spotify Client. Ich mache das aber einmal komplett neu, um einmal schnell zu zeigen. Da. So, dann machen wir hier wieder eine geplante Aufgabe, benutzerdefiniertes Skript. Und fangen wir mit dem Mongo an. Das ist relativ einfach. Install Mongo, root, wie gesagt, nicht aktiv, folgenden Tag. Die Mail lasst ihr euch zusenden oder nicht, das macht ihr wie ihr wollt. Und für Mongo ist es relativ einfach. Weil da braucht ihr nur den Volumen 1 Docker, wo ihr eure Datenbank habt, und der wird dann gemappt auf data/db. Mehr ist das nicht. Und das Allerwichtigste ist hier Mongo und dann, dass es eine Version 4 ist und keine 5er. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es 448 auf der Seite von New Spotify. Wo hat er hier seine Docker? Sehen, da hat er 448 und ich bin auf die Seite von Mongo gegangen und habe geschaut, welche Version die momentan als letzte 44er Version hatten, und deshalb habe ich jetzt 4413 genommen. So, dann macht ihr auch wiederum OK. Und dann könnt ihr hier einfach mal ausführen. Ich brauche es zwar auf diesem Server nicht, aber um es euch zu zeigen, mache ich es einmal durch. So. Ich werde es dann auch einfach wieder löschen. So, während der das installiert, machen wir hier schon den nächsten Teil weiter. Wieder geplante Aufgabe, benutzerdefiniertes Skript. Wo habe ich jetzt root? Da. Was habe ich? Install Your underscore Spotify Server. Dann am folgenden Tag, wie gesagt, nicht aktiviert, am folgenden Tag. Und zum Skript werden wir dann etwas ausführlicher reden müssen, denn da gibt es ein paar Punkte zu beachten. Schauen wir mal, ob er jetzt schon Mongo da ist. Da taucht er gerade auf. Das Image von Mongo hat 438 Mega. Gehen wir hier mal in die Details. Er gibt noch kein Protokoll. Hat er nicht gestartet? Warum? Normalerweise startet er den so automatisch. Warum startet er hier nicht? Keine Ahnung. Gibt es wieder ein Problem mit dem Docker?
hatte ich schon mal, musste ich einfach den Server neu starten. Komm, ich starte einfach mal die Applikation an sich neu, den Docker. Und dann während der Zeit spreche ich dann weiter. Installiert, muss ich schauen. Docker, wo bist du? Da bist du. Dann stoppe ich den mal. Ja. Und dann zeige ich euch den schon mal hier einfach, den Container Mongo. Wo habe ich den? Da. Einmal hier in die Protokolle. Und Sie sehen hier, ist diese Warnung, dass 5.0 benötigt ein CPU mit AVX-Support. Und eben Synology Server unterstützt das nicht. Ich habe hier zwar einen Intel-Prozessor drauf, aber ist halt nicht stark genug oder unterstützt dieses AVX da nicht. Sehen hier, wo ist der? Da ist ein Intel Atom C3538, aber leider unterstützt dieser das nicht. So viel dazu. Das wollte ich aber erwähnt haben. Hier können wir dann wieder ausführen. Kann aber auch sein, dass ich da den ganzen Server neu starten muss und dann lasse ich es sein. Ich habe ja Mongo an sich laufen. So. Weil hier, wie gesagt, das Skript ist etwas spezieller. Da muss ich ganz genau aufpassen. So, wird ausgeführt. Gut. Da können wir schon den Anfang reinkopieren. Schau mal, ob er mir den Container von Mongo gestartet hat. Nee. Dann muss ich die Logdateien schauen oder einfach mal komplett den Server neu starten. Unwichtig momentan. So, wie gesagt, hier fangen wir an. Hier könnt ihr wieder euren Alternativport machen, wie ihr wollt. Dann habt ihr Port 8080. Das ist der interne Port. Also der API-Port, wichtig, werdet ihr nämlich benötigen. Zum Beispiel im Reverse Proxy. Und dieser Link Mongo, das wird nachher, da dieser Server abhängig sein wird von der Mongo-Datenbank, muss dieser Link da drin stehen. Das heißt, wenn ihr dann den startet, startet er Mongo zuerst, um sicher zu gehen, dass das da ist. So, und dann kommen wir zu den ersten wichtigen Punkten, und zwar der API-Port. Endpoint. Da haben Sie dann zum Beispiel eher Reverse DNS Server. Das ist dann eben, wo ihr euren Reverse DNS macht. /API. Hängt dann, wie gesagt, wenn ihr die Konfiguration jetzt macht, so wie ich das jetzt gemacht habe. Dazu komme ich dann auch noch in diesem Video am Ende wegen dem Reverse Proxy. Ansonsten wäre es einfach ihr Domainname Punkt, eben den diesen Port hier. Dann kommt der Client Endpoint. Das ist der, den ihr dann den Port, den ihr danach einstellen wollt. Ist der standardmäßig wäre das der Port 3000. Aber hier mache ich genau wie erwähnt. Da gibt es dann einfach diesen Reverse DNS ohne diesen API. Weil ich das alles auf dem gleichen Laufen habe. Dann kommt ihr Cores, das gleich All. Ups, habe ich jetzt ins Backslash vergessen. Da könnt ihr einstellen, was ihr wollt. Hier, wo habe ich das jetzt? Hier, Ports, Cores, da sehen Sie Localhost 3000 oder 3001. Wenn ihr All eingibt, dann nimmt der alles an. Ist die, wo die, also die Herkunft der Daten. Und dann habt ihr dann wieder den Restart Always. Oder wie gesagt, da könnt ihr so machen, wie ihr wollt.
Ich habe sie mal Restart Always. Und dann natürlich den Servernamen Yumi, da / your Spotify Server. Wie gesagt, das findet ihr alles hier. Er hat alles in einem Docker Compose. Ich habe es einfach umgewandelt in eine Docker Run. Docker Compose ist ja, wie ihr wollt, dass da gibt es so Seiten, wo ihr das automatisch umwandeln könnt. Habe ich das hier abgespeichert? Ich glaube nicht. Nee. Gut. Und dann wieder abspeichern und dann könnt ihr das ausführen. Und dann geplant auch für Nutzer definiertes Skript wieder. Und dann install your Spotify Client, sowas. Wieder als Root, nicht aktiviert, Zeitplan. Und dann eure Mailadresse. Und dann den Skript. Beispiel so. Und dann den API Endpoint, genau wie vorhin. Was hatte ich gegeben? Your DNS Server / API. Ups. Na. Wo ist denn? Dann den Restart Always und ups, ich den Enter vergessen und dann wieder die YOMO Spotify Client. So, dann okay und dann ausführen. Es dauert dann etwas. Falls ihr es euch bemerkt habt, dieses es gibt kein Volumen, also keine Verzeichnis für Spotify Server noch Spotify Client. Diese Konfigurationsdateien werden nicht gesichert, denn alle Daten werden in der Mongo-Datenbank abgespeichert. So, dazu gehe ich dann mal wieder hier hin zum Spotify Server. Und na gut, das ist jetzt die Refresh der Song. Und hier seht ihr Trying to Connect to Database, da ist MongoDB und dann Mongo. Und dann der Standardport für diese Datenbank. Und dann verbindet er sich und setzt die Daten da rein. Ich stoppe den mal hier, um euch etwas noch zu zeigen. Und wir haben ja da die Verbindung mit dem Mongo. So. Ups. Bearbeiten. Und da habt ihr hier links Mongo, da könnt ihr dann den Containernamen, falls ihr einen anderen Containernamen verbindet mit dem Aliasnamen. Ich hatte am Anfang da zum Beispiel MongoDB genommen, Mongo underscore Spotify oder sowas. Da hat er nicht gefunden, weil der Aliasname dann nicht richtig verbunden war. Ich habe es dann einfach alles auf Mongo gesetzt, auf den Standard, somit hatte ich dann keine Probleme. Ups. So. Wenn ich jetzt starte, seht ihr, da kommt, ist von Mongo abhängig und der wird dann automatisch mitgestartet. Ich gehe noch mal kurz hier. Auf meine Seite. Und zwar, da habe ich ja die Links drin. Und da habe ich hier, wo habe ich den? Random Number Spotify? Ne, hatte ich nicht abgespeichert. Ja, ich dachte, ich hätte da den Link eingesetzt zum Umkonvertieren von wie heißt es jetzt? Von der Docker-Conf-Datei auf der Docker-Run. Da bin ich dann falsch. Ja, muss ich mir noch mal raussuchen, was man da benutzen kann. Zum Spotify Server habe ich da, glaube ich, noch was vergessen zu erwähnen. Schau noch mal hier schnell nach.
Oh ja. Und zwar, das Wichtigste, also eines der wichtigsten Infos. Und zwar, die API-Punkte von Spotify. Ups. Wie kommt da hin? So. Kann man so schreiben. Da ist auch sehr wichtig. Ups, da habe ich das. So. Und woher bekommt ihr die? Das ist relativ einfach. Da geht ihr auf dem developer.spotify.com. Dann landet ihr auf so einem Dashboard, also nachdem ihr euch eingeloggt habt, klar. Und dann macht ihr einfach Create an App. Dann gebt ihr einen Namen an, eine Beschreibung. Test. Okay. Test. Ein Understand, so. Dann habt ihr hier eine Client-ID. Das ist eben die Public. Und dann habt ihr den Show Client Secret. Dann bekommt ihr den Spotify Secret. Wie ihr seht, da seht ihr die beiden hier, die abgefragt werden. Da habt ihr einmal den Spotify Public und den Spotify Secret. Danach noch wichtig, wie auch hier in der Doku beschrieben. Wo haben wir den? Hier ist dieser Redirect URI einzustellen. Das heißt, da geht ihr hier, wo ihr jetzt den API habt, in den AD Settings und da habt ihr den Redirect URIs. Und da habt ihr dann, nehmt ihr da diesen DNS-Server/API. Sehr wichtig, dass das so drin steht. Und dann eben, wie gesagt, wie hier erwähnt, muss dieses OAuth Spotify Callback dahinter stehen. So, da habe ich jetzt einen Strich zu viel, weil sonst funktioniert es nicht. Macht ihr Add und dann sollte das so funktionieren. Und dann natürlich wichtig hier unten Save, weil jetzt ist noch nichts abgespeichert. Erst nachdem ihr Save gedrückt habt, wird das auch abgespeichert. So. Ich gehe jetzt hier wieder rein und mache Delete, denn die brauche ich nicht. Ich habe ja meine eigene, die schon läuft. Dann. So. Falls ihr die Daten vergessen habt, dies könnt ihr ja immer noch nachher über das Docker-Interface hinzufügen. Ich nehme hier jetzt da habe ich keins, was gestoppt ist. Habe ich hier einen Container, wo gestoppt ist? Ja, PMM, der lädt es egal. Ja, läuft nicht. Da könnt ihr immer in der Umgebung noch Variablen hinzufügen. Das funktioniert bei der Synology Docker App. Falls ihr was schon installiert habt und vergessen habt, was eine Variable hinzuzufügen, um da nicht alles zu löschen und nochmal hinzuzufügen, geht das so einfacher. Und beim Client ist auch nichts Extras, wie gesagt. Das Wichtigste ist eben diese Server-Config, die ich auch so, wie gesagt, alles hier auf meiner Seite abspeichern werde. Weil es ja viele Infos sind, wird alles auf der Seite sein und nicht mehr auf YouTube, weil es einfach zu viel ist. Sonst, ich habe nicht genug Zeichen für die gesamten Daten da rein zu kopieren. So, wenn jetzt alles läuft und er hat auch seine Verbindung mit dem Server, wie gesagt, da hatte ich am Anfang Probleme, weil ich den Namen umgeändert habe und nicht Mongo genannt habe, das ist nämlich der hier. Wenn dann alles läuft, solltet ihr, wenn ihr auf eure Seite selbst gehen, also nicht die Client-Seite, nicht die mit /API, solltet ihr so eine Fenster bekommen. Mit dem /API, da habe ich jetzt ein i zu viel, solltet ihr ein Hello bekommen. Dann wisst ihr, dass es funktioniert. So, gehe ich wieder zurück. Und hier habt ihr dann den Login. Und da machen wir den Login.
Und falls alles richtig ist, kommt ihr auf eure Seite. Ich nehme mal einfach letzte Woche dann, oder letzten Monat, ist ja egal. Da seht ihr, welche Musik wann wo gehört wurde, wann. Ihr könnt sogar hier Play drücken und falls ihr die Spotify-App habt, dann wird die automatisch dann da gestartet. Und wie ihr seht, habe ich schon sehr viele Daten drin. Auch vom letzten Jahr. Das ist aber standardmäßig nicht der Fall, weil ihr bekommt immer nur, sozusagen immer nur, ja, die letzten 24 Stunden über das, über den API. Und somit müsst ihr die alten Daten importieren. Dafür habt ihr die Settings. Das erste Mal, wenn ihr euch auf diese Seite einloggt, wird euch ein Konto erstellt. Danach könnt ihr sagen, niemand darf mehr hier ein Konto erstellen, wie es jetzt bei mir eingestellt ist. Das ist sehr wichtig, nicht, dass jeder irgendwie Daten bei euch reinspielen kann. Dann habt ihr hier die Import Data, da gibt es einmal Privacy und Full Privacy. Privacy ging komischerweise sehr schnell, da hatte ich innerhalb von 3 Tagen die Daten. Auf Full Privacy warte ich noch, da glaube ich, ist sowieso alles schief gelaufen. Und wie bekommt ihr das? Ja, es ist schon mal hier erklärt, aber ihr braucht eigentlich nur bei eurem Profil euch reinzuloggen, bei Spotify.com, geht unter Konto, hier sieht man nicht sehr viel, dann habt ihr irgendwo die Datenschutzeinstellungen und unter den Datenschutzeinstellungen habt ihr ganz unten die Möglichkeit, die Daten anzufordern, und wenn die dann verarbeitet sind, habt ihr hier die Möglichkeit, euch die, also ihr bekommt eigentlich eine Mail, wo ihr dann Link habt zum Downloaden. Und falls ihr den Link verliert oder was auch immer damit passiert, könnt ihr euch den nochmal zusenden lassen. Und falls ihr dann für ein ganzes Jahr, also länger als ein ganzes Jahr haben wollt, also länger als das letzte Jahr, könnt ihr eine Mail an privacy@spotify.com schicken und dann solltet ihr eine Full History bekommen. Wenn ihr zum Beispiel die letzten 5 Jahre haben wollt, ne, dann müsst ihr das schon so anfragen. Und dann könnt ihr das ganz einfach hier importieren. Ich habe festgestellt, als ich importiert habe, hier stand, also kein richtiger Fortschritt auf der Seite. Stand immer nur 0 von 5000 irgendwas Einträge. Aber falls Sie, dann könnt ihr das aber hier im Spotify Server in den Details im Protokoll könnt ihr schauen. Da ich weiß jetzt, nee, ich glaube, die Logdateien habe ich nicht mehr, aber die laufen dann hier gemütlich weiter. Da seht ihr dann die Zahl, die durchläuft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Müsste eine lange Logdatei sein, aber die steht hier nicht drin. Okay, das ist dann schon zu alt. Und Sie sehen hier, regelmäßig wird dann immer wieder refreshed, ob was Neues da ist oder nicht. Und das, falls ihr das dann aktiviert, erwartet nicht, dass wenn der Server gestartet ist und ihr euch dann hier einloggt, dass ihr seht, also sofort seht, was passiert ist die letzten 24 Stunden. Das kann schon mal 20-30 Minuten dauern, bis dann hier die ersten Daten erscheinen. Das ist ganz normal, einfach Geduld haben. So, und dann komme ich nochmal zum Reverse Proxy, weil diese Konfiguration dann doch etwas spezieller war. Gib mir nur einen Sekunden. Ich brauche diese Konfigurationsdatei. Das müsste die sein, ja. Oder? Ja. So. Ist ja nicht schlimm, wenn ihr jetzt hier meine Ports seht, weil die sind nicht nach außen offen. Weil das geht jetzt durch den Proxy. Zuerst habe ich hier den Location API. Hier gibt es zu beachten,
alle anderen Apps funktionieren, einwandfrei mit diesen Setups, also diesen Variablen zu setzen und dann den Proxy-Pass einzugeben. Aber nicht mit diesem /API. Keine Ahnung wieso. Und nur diese App hatte dieses Problem. Ich habe es nicht herausgefunden, warum. Somit habe ich dann einfach den Proxy-Pass voll eingegeben mit meiner lokalen, mit meiner lokalen IP-Adresse und dem lokalen Port, den ich benutze. Und dann eben den normalen Location, da funktionierte das mit dem Upstream und so. Da konnte ich dann auch meinen lokalen Servernamen Holodeck nehmen, den lokalen Port. Das funktionierte dann einwandfrei. Hier muss ich jetzt noch dieses... kann ich sofort aktivieren. Weil sie dann sowas hier umändert in der Konfiguration. Vom Reverse Proxy, dann kann ich jetzt sagen, ihr müsst den Reverse Proxy komplett neu starten. Keine Ahnung warum, aber ja. Ich hatte mir irgendwie so einen Befehl gewünscht oder so, wo ich dann einfach in der Log eingeben kann, hier im Terminal eingeben kann. Oder ein Interface oder was auch immer, wo man dann einfach refreshen kann. Aber so geht's ja auch. Wo habe ich jetzt Spotify? Und Sie sehen, jetzt wird hier dann auch mein Login abgefragt. Habe ich mich nicht vertippt? So. Und dann bin ich auch da drin. Sehen, das ist dann auch direkt geschützt. Und da ist eben das, worum es mir ging, dass da auch SSL und ein Schutz mit drauf ist. Jetzt habe ich die Seite von Your Spotify verloren. Wenn ihr dann auch, wie gesagt, hier ist dann nochmal alles erwähnt, die verschiedenen... Punkte. Ihr könnt auch den Look Level ändern, ihr könnt hier den Mongo Endpoint verändern, wenn ihr da was anderes haben wollt. Mit dem Max Import Cache Size hat bei mir nicht funktioniert. Wahrscheinlich erwartet, nehme ich an, eine Zahl und man kann nicht einfach infinit reinschreiben. Hier ist auch alles nochmal erklärt, wie man was macht. Ich hab diese Seite auch auf meiner verlinkt, so wie es sein soll. Was auch gut ist, er ist sehr schnell, falls ihr ein Problem habt oder eine Frage, ist er sehr schnell in der Reaktionszeit. Wo habe ich jetzt da Feature? Ich wollte SSL, aber wie gesagt, der hat damit, das ist relativ viel Arbeit und das ist ja nur so ein Hobby von dem. Und da, wie gesagt, ich habe vor 12 Tagen... Er hat relativ schnell, zugleich noch am gleichen Tag geantwortet. Da hat er nach einem Tag geantwortet oder so. Das hängt ja mehr von der Nacht oder so ab, von der Zeitzone. Also er ist sehr, sehr reaktiv. Falls ihr ein Problem habt, könnt ihr mit Sicherheit dem sehr schnell schreiben im GitHub und dann werdet ihr mit Sicherheit auch eine Hilfe bekommen. Ich hatte, wie gesagt, meine Probleme mit dem Reverse Proxy und hatte diesen Request mit dem SSL und da ging relativ schnell meine Antwort. So. Was können wir noch zu Spotify sagen? Einmal kurz zur Datenbank vielleicht. Ich gehe mal schnell da auf meine Datenbankdatei. Wo habe ich denn jetzt hier? Dann kann ich mal kurz den Explorer öffnen und da seht ihr, da sind die ganzen Dateien von der MongoDB. Das sind auch alle Dateien, wie gesagt, ist auch die Datenbank halt, wo alle eure Infos drin sind. Hab Diagnostikdata, keine Ahnung, wie man das nutzt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich auch jetzt weiter nichts darum gekümmert. Aber ihr könnt den MongoDB stoppen. Und dann könnt ihr dieses Verzeichnis einfach 1:1 kopieren. Dann habt ihr ein Backup davon. Das ist ja auch je nachdem wichtig, dass man immer von allem ein paar Backups hat. Man weiß ja nie, was passiert.
Ich glaube, da habe ich dann alles durch. Docker. Spotify habe ich durch. Den Server, den Client habe ich durch. Den Reverse Proxy habe ich durch. Dann denke ich, das war's dann. Ne? Ja, ich muss unbedingt hier noch den PMM stoppen. Der nimmt mir morgens immer so viele Ressourcen weg. Ich überlege noch ein Momentchen, weiß ich, ob da noch was zu erwähnen wäre. Nein, ich denke nicht. Gut, dann war es das soweit. Und dann sage ich euch, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Für alle Infos, die ihr benötigt, seid ihr auf ict.fan/Synology gerne willkommen. Da habe ich dann alle Videos zusammen, die ich jetzt zum Synology gemacht habe, und dann eben auch die Skripte oder die Links, die bei jedem Video benutzt wurden, sind da mit aufgezeichnet. Oder wie gesagt, hier sind ja schon die Videos drin. Ja, hier werde ich jetzt noch ausfüllen für Your Spotify und Swag. Das sind die Videos, die ich jetzt heute gemacht habe. Und wenn ich die hochgeladen habe, werde ich dann das ausfüllen, dass alles korrekt ist. So, das war's dann. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!